Hallo meine Lieben, heute möchte ich das Thema Was ist Borderline? Wie fühle ich Borderline ansprechen? Aber erstmal möchte ich mich für die 344 Abonnenten bedanken. Es freut mich echt riesig. Also was ist Borderline? Borderline ist eine sogenannte Persönlichkeitsstörung. Borderline ist in dem Zwischenmenschlichen sehr schwierig. Es ist jetzt erwiesen, dass ein Borderliner ein Trauma haben muss. Es muss kein Missbrauch sein. Es kann auch ein Gefühlstrauma sein, Emotionstrauma sein. Und ja, bei mir fühlt sich das so an, wenn ich streite oder so. Ich nehme Gefühle viel heftiger wahr. Wenn ich wütend bin, dann brauche ich Stunden, bis ich wieder runterkomme. Und ich habe auch Risikoverhalten, also ich verletze mich selbst, ich habe Drogen genommen, ja, ich magere mich runter, ich verbiete mir Dinge und wenn ich weine, dann kann ich einfach nicht mehr aufhören, ich muss ständig mich kontrollieren und auch wenn jetzt meine Mutter irgendwas sagt, dann nehme ich alles falsch auf, ich komme mir vor, als ob ich wie ein Gefängnis in mir drin lebe, also ich kann nicht wirklich mich öffnen, ich komme nicht wirklich raus. Mir fällt es schwer, mit anderen Leuten klarzukommen, auch mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin. Also ich habe ein gestörtes Wahrnehmungsbild, also ich sehe mich anders wahr, als wie ich wirklich bin. Und ja, Borderline ist keine schöne Erkrankung, aber wir sind keine Monster oder so, wir sind auch Menschen wie jeder andere. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ja, bis irgendwann. Tschüss.